Hinterm HCL. Wir sind trotzdem stolz, wie die Mannschaft heute reagiert hat, haben eine super Leistung gezeigt. Ich darf recht herzlich das Gästetrainer gespannt, ehemaligen Landsberger Spieler Thomas Vogel und den Willi Viereckel begrüßen auf Seite vom HC Landsberg, Andreas Zeck. Erste Frage an das Gästetrainer gespannt. Wie habt ihr das Spiel heute gesehen? Ja, erstmal Servus genannt. Immer wieder schön, Landsberg zum Zeit. Super Stadion, super Start. War ein schönes Gefühl, wieder zum Kämmer. KH, grüß dich. Ja, ich muss sagen, ich habe eigentlich ein relativ gutes Spiel von uns gesehen. Im Gegensatz zu den letzten Wochen haben wir halt auch offensiv wieder Chancen kreiert. Und das Spiel war das Ganze ganz sehr knapp, bis auf diese 5 bis 10 Minuten am letzten Drittel, wo wirklich alles scheiße gelaufen ist von unserer Seite aus, mit dummen Fouls, mit schlechten Pässen. Da war Landsberg einfach bissiger und haben das Spiel gedreht innerhalb von 5 bis 10 Minuten. Und wenn so eine Phase ist, musst du einfach anders reagieren, musst du cleverer sein, weil nach dem 2-1 waren wir kurzzeitig klar das bessere Team und hätten noch 1-2 machen können. Und wie dann aber Landsberg zurückgekommen ist im letzten Drittel, Ausgleich, Führungstreffer und wie bissig die da waren. Und insgesamt muss ich auch sagen, mit der Mannschaft, die Landsberg hat, was sie da abliefern, auch schon in Dorfen, muss ich sagen, Hut ab und wünsche euch weiterhin noch eine erfolgreiche Saison. Danke. Ja, Andreas, deine Premiere heute. Wie hast du das Spiel gesehen? Premiere ist mein. Premiere-Sieg ist jetzt nicht so. Du warst schon öfter dran gestanden. Jetzt hat halt vorübergehend eben einmal als Head Coach. Wie man dann weiter vorgehen, das wird sich dann die Tage ergeben, um der Frage schon mal vorzugreifen. Okay, zum Spiel sehe ich genau gleich. Wir haben da zwei ebenbürtige Gegner gesehen. Auf beiden Seiten, die sich gute Chancen erarbeitet. Ich denke, im letzten Drittel war dann schon auch ausschlaggebend, dass wir zum richtigen Zeitpunkt die Auszeit genommen haben. Wie der Kollege gesagt hat, bis sich dran geblieben sind, nie aufgegeben haben, nach dem Rückstand immer wieder uns zurückgearbeitet haben. Die Defizite im Moment sehe ich ganz klar in der Defensive. Wir müssen schauen, dass wir in numerischer Gleichheit die Kontrolle behalten im eigenen Drittel und in der neutralen Zone. Wir verlieren da zu viel die Übersicht und dann daraus entstehen die Chancen. Und das Zweite ist, wir müssen von den Strafen ein bisschen runterkommen. Es waren keine brutalen Strafen heute, es waren Strafen, die teilweise unnötig sind. Wenn wir die Füße bewegen, am Gegner dran sind, dann ist es anders. Wir haben alle 3 Tore in Überzahl bekommen. Und ich sehe aber der Sache durchaus positiv entgegen, auch aufgrund von der Situation, die wir jetzt die Woche hatten. Das war nicht einfach für die Mannschaft und hat trotzdem meine, ich finde, super Leistung abgeliefert. Das ist nicht einfach nach so einer Situation. Und wir werden jetzt nächste Woche dranbleiben und Priorität jetzt erstmal das Spiel in Lindau. Wir sind immer noch voll dabei und darauf liegt der Fokus. Dann nochmal Frage an Andreas. Du hast schon gesagt, es war ja turbulent. Mittwoch hat die Bombe eingeschlagen. Jetzt habt ihr 2 Trainingseinheiten gehabt. Was macht man da? Ich glaube, du willst da bitte was dazu noch sagen. Ja, der Vorstand hat mir angerufen Mittwoch Mittag, dass ich, ob ich das Training übernehmen kann abends. Da ist das, ja, kein Thema.
mache ich das Training, wir unterhalten uns dann, wie es weitergeht. Das war natürlich jetzt keine einfache Situation, wir haben zwei Trainings gehabt vor dem Spiel. Aber wir haben, ich denke mal, die zwei Trainings auch mit viel Spaß gemacht. Wir haben das jetzt alles nicht so 100% ernst genommen, die zwei Trainingseinheiten, um das Ganze auch locker zu halten. Und es hat funktioniert und so bleiben wir dran und dann geht's weiter. Danke. Gibt es noch Fragen von Seiten der Presseart? Diesmal haben wir einen Zeigefinger, Christoph. Du hast gesagt, also das eine Thema Übersicht verlieren. Ich habe so ein bisschen die ersten Minuten im letzten Dürfen, ich genau den Eindruck gehabt, bevor du die Auszeichnung hast, komplett Übersicht verloren, plötzlich. Da ist er. Nach der Pause. Du musst mir jetzt aber bitte sagen, was du in der Auszeit gesagt hast. Das weiß ich jetzt nicht mehr. Nein, also wie schätzt du die Situation? Also erstmal, man kommt aus der Kabine, hat man eigentlich in der Kabine schon was gesagt. Ja. Und verliert dann aber komplett an Fahrt irgendwie. Ja. Und dann dreht sich es aber wieder komplett um. Also wie. Also wir sind aus der Kabine rausgekommen, natürlich nicht mit dem Ziel, dass wir das 2-1 kriegen. Wir haben das 2-1 bekommen und wir haben Glück gehabt, nicht das 3-1 zu bekommen. Das war am Pfosten. Ich dachte, der war drin, ich habe das gar nicht gesehen. Ich habe es nicht gesehen, wie gesagt, also auf der Bank war sofort, scheiße, 3-1 hinten. Ich habe das nicht gesehen und dann ist der nicht gegeben worden. Ich kann es nicht sagen. Und daraufhin ganz klar die Auszeit, dass man sich wieder sammelt, dass man die Spieler runterholt, weil jeder ist erstens aufgewacht, man kommt aus der Kabine raus. Nach 3 Minuten hat man Tor kassiert und alles steht Kopf. Alles nochmal runter, alles beruhigen. Wir haben nochmal angesprochen, dass wir 3 Leute hinter der Scheibe haben. Das ist der Kernpunkt, das war wichtig. Und dass wir nie aufgeben und dranbleiben an dem Spiel. Und das hat sich dann für uns glücklicherweise ausgezahlt. Sonst noch Fragen? Dann bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit, wünsche unseren Gästen aus Dorf eine gute Nachhausereise, dass die Pizza jetzt nicht kalt wird vom Salbe. Euch alles Gute für die nächsten Spiele und euch auch viel Erfolg am Sonntag in Lindau. Danke.